Ja, hallo zusammen. Ich bin heute mal wieder unterwegs, stehe hier am Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz KIT. Am nördlichen Zaun hier im Vordergrund ist das JRC. Und ja, ich habe hier bei einem kurzen Besuch zusammen mit Bernd Lakwai von opengeiger.de interessante Dinge entdeckt, die ich im Folgenden einfach mal gern zeigen möchte. Ja, östlich des Campus, auf dem eine der Wiegen der deutschen Kernforschung liegt und auf dem auch heute noch aktiv Forschung im Bereich der Kerntechnik betrieben wird, fließt der sogenannte Hirschgraben. Das ist dieser Bach, den man hier im Vordergrund sieht. Und nachdem dieser Bach das Gelände des KIT östlich passiert hat, befindet sich im nördlichen Teil nach so einer Brücke hier und einer Unterführung eine Sammelstelle für Bachsediment. Die sieht man hier unten. Und hier werden regelmäßig dann Proben gezogen zur Untersuchung auf Radionuklide. Und die Ergebnisse werden dann unter anderem von der LUBW veröffentlicht. Und wenn man jetzt mal die Literatur wälzt, dann findet man Hinweise darauf, dass es früher, nennen wir es mal Einleitungen vom Kernforschungszentrum gab, die hier zu erhöhten Werten von zahlreichen Radionukliden im Sediment geführt haben. Und in den zuletzt publizierten Werten, die allerdings ja auch schon wieder ein paar Jahre alt sind, ist die Aktivität eines der Leitnuklide, namentlich des Cäsium-137, nur noch ganz leicht erhöht mit ungefähr ja, 66 Becquerel pro Kilogramm Trockenmasse. Und das sind Werte, die sind natürlich von Normalo jetzt nicht mehr unbedingt so einfach messbar. Oh, oberhalb dieser Entnahmestelle ist es deswegen auch nicht sonderlich überraschend, dass die Messgeräte, die ich heute dabei habe, eigentlich keine sonderlich hohen Werte anzeigen. Es bewegt sich alles im Bereich vom Hintergrund, der hier in der Region generell relativ niedrig ist. Ich habe einen Szintillationszähler dabei heute mit einem 1 Zoll Natrium-Iodid-Kristall hier vorne drin. Der misst momentan im Messbereich mal 10, das heißt, die Zahlen der Skala hier unten müssen mal 10 genommen werden. Landen wir also im Hintergrund hier so bei 60 Impulsen pro Sekunde, 50 bis 60 Impulsen pro Sekunde. Direkt unten am Bach, an der Sammelstelle. Hier, wenn ich messe, ergeben sich sogar noch geringere Werte von ungefähr nur 50 Impulsen pro Sekunde. Ja, also die Welt ist in Ordnung hier unten am Bach. Auf der anderen Seite dieser Brücke befindet sich im eingezäunten Gelände des KIT hier im Vordergrund ein Sandfang. Das ist der Sandfang Nummer 6. Und dessen Abwasser läuft hier unten durch und mündet hier unten in den Hirschgraben, wie man sehen kann. Ich werde jetzt mal hier runterlaufen ans Ufer von dieser Einleitungsstelle. Oben haben wir ein bisschen über 50 Impulse pro Sekunde. Ich messe hier ja, ein bisschen über Boden einfach die Sonde. Wenn ich jetzt hier runterlaufe, wird das ein bisschen schwanken. Bitte das zu verzeihen. Jetzt bin ich ungefähr auf der Hälfte. Wir sehen hier 80, 90 Impulse pro Sekunde, schon leicht erhöht. Jetzt bin ich ungefähr zu zwei Dritteln unten. Wir sind über 100 Impulse pro Sekunde. Und jetzt unten am Ufer 140 Impulse pro Sekunde hier am Ufer dieser Einleitungsstelle. Das gleiche gilt hier für die andere Seite. Einleitungsstelle, ebenfalls wieder unten, gleiche Höhe über dem Boden. Erneut so um die 140 Impulse pro Sekunde. Auch hier gegenüber scheint also irgendwas zu sein und es scheint hier rings um diese Einleitungsstelle zu strahlen. Ich stehe jetzt am nächsten Sandfang, dem Sandfang Nummer 5, etwas weiter den Bach hoch, also nach Süden,
Man sieht hier die Einleitungsstelle gegenüber von mir und es ergibt sich hier dasselbe Bild. Also beidseits der Mauern, die man jetzt hier im Vordergrund sieht, findet man, je weiter man runterkommt Richtung Bach, Richtung Wasser, umso höher sind die Werte. Und auch hier drüben gegenüberliegend, wo ich jetzt stehe, sieht man wieder ja doch erstaunlich hohe Werte. Die Sonne liegt jetzt mal hier unten vorerst, also ja, gut 2-3 Meter oberhalb vom Wasser. Ich möchte hier mal zeigen, wir haben hier schon leicht erhöhte Werte im Vergleich zum Hintergrund, allerdings nicht gravierend, also 70 Impulse pro Sekunde. So, ich werde jetzt die Sonde nehmen und werde mich mal hier runter begeben. Ich stelle sie jetzt mal hier unten ab. Ich bin immer noch auf der Skala 10. Der Zähler ist jetzt im Anschlag, in der Sättigung. Das heißt, ich muss den nächsten Messbereich wählen. Das ist 30, also Faktor 30. Das heißt, ich lande jetzt hier bei über 400 Impulsen pro Sekunde, die ich hier unten messe an der Stelle. Entlang des Hirschgrabens hier existieren insgesamt 6 solcher Landfänge und damit auch 6 solcher Einleitungsstellen. Und nachdem ich jetzt alle von denen besucht habe, kann ich Folgendes sagen. Es ist so, dass die nicht alle die gleichen Dimensionen haben. Die werden tendenziell flussaufwärts ein bisschen kleiner. Aber allgemein ist, dass man ja beidseitig, also das heißt sowohl auf Seite der Einleitung als auch gegenüberliegend hier erhöhte Werte findet, deutlich über dem Hintergrund. Was man ganz klar sagen muss, ist, dass diese Werte, die man misst, bei denen besteht jetzt allein durch die Strahlung keine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit, solange man nur hier rumsteht wie ich, nur um das auch mal klar zu sagen. Ja, und natürlich ist man dann auch an dem Punkt, wo man sich zwangsläufig fragt, was ist es denn, was jetzt hier vor sich hinstrahlt und so die Zähler so munter zum Ticken bringt. Um das zu klären, werde ich jetzt mal eine Probe nehmen, ja, eine Bodenprobe. Die werde ich genau an der Stelle hier nehmen, wo die 2 Zähler jetzt liegen. Da tickt es repräsentativ relativ gut, sage ich mal. Ja, das ist ein guter Vergleichswert. Gegenüber von Sandfang und Einleitungsstelle 5 bin ich hier. Ja. Wenn man hier ein kleines Löchlein gräbt und die Sonde reinstellt, gut, muss man natürlich berücksichtigen, andere Geometrie. Der Kristall ist jetzt natürlich umgeben vom strahlenden Material, aber ich möchte es hier trotzdem nochmal zeigen. Ich bin immer noch im Messbereich 30 und kommen jetzt Richtung 900 Impulse pro Sekunde. So, man sieht dunkler sandhaltiger Boden hier. Ja, kein richtiger Humus, aber auch nicht richtig Sand. So eine Mischung. Und ich bin relativ sicher, dass uns diese Bodenprobe verraten wird, was hier am Hirschkanal an diesen Einleitungsstellen los ist. Ja, eine 200 Gramm Portion der getrockneten Probe habe ich jetzt mal in einen PE-Beutel gefüllt und die liegt jetzt in der Playbook und ist bereit zur Messung, die ich jetzt auch gleich starten kann. Das Spektrometer wurde eben nochmal frisch im Bereich von 60 Kiloelektronenvolt bis 2,6 Megaelektronenvolt kalibriert. Und außerdem habe ich hier schon mal eine kurze Hintergrundmessung von ja, knapp 4000 Sekunden laufen lassen, die man hier in Grau sieht. Im Hintergrund sieht man in meiner Umgebung hauptsächlich die Röntgenfluoreszenz von der Abschirmung vom Blei, das ist hier vorne zu sehen. Dann sieht man hier einen kleinen Annihilationspeak bei 511 Kiloelektronenvolt, prominent natürlich das Kalium 40 hier und hier hinten dran noch eine, ja, die starken Gammas von Thallium 208 aus der Thoriumzerfallsreihe, die einfach durch die Bleiburg durchkommen. Der Hintergrund liegt bei mir so in der Regel bei 22 Counts per Second.
Bei der verwendeten Sonde handelt es sich um einen Eigenbau, bestehend aus einem 2,5 Zoll Natrium-Iodid-Kristall, Palium dotiert, gefolgt von einem neunstufigen 3 Zoll Fotomultiplier. Und wie man sieht, verwende ich hier die Freeware Teremino, mit der ich arbeite. Also, dann können wir starten. Los geht's, würde ich mal sagen. Und ich mache mal den Hintergrund raus. Okay. Also, wir sehen auf jeden Fall schon mal über 60 Pulse pro Sekunde. Das ist jetzt schon ziemlich deutlich, was hier los ist. Okay. Wahnsinn, ja. Also, dass man so schnell und eindeutig die verantwortlichen Isotope findet, das ist selten und das hätte ich jetzt auch wirklich nicht gedacht. Und das ganz ohne, offensichtlich ohne lange Messzeiten und ohne 4P-Geometrie. Der Beutel liegt einfach nur vor der Sonde. Ja, okay, was sieht man denn jetzt hier? Also, ich denke mal, ganz prominent, das sieht man, ist dieses Signal hier zwischen 600 und 700 Kiloelektronenvolt. Und den Insidern ist es klar, ja, längst klar, das ist Cäsium 137 und davon nicht allzu wenig. Das ist fast lehrbuchmäßig hier. Genau, ich ziehe jetzt mal den Hintergrund noch ab. Ja, dann sieht man, bei den höheren Energien hier kommt eigentlich relativ wenig. Man sieht so gut wie keine Kalium-40-Aktivität hier. Ja, ein bisschen vielleicht, aber das ist wirklich vernachlässigbar. Und das bei einer Bodenprobe, das ist schon erstaunlich. Ja, das Cäsium, das sich immer weiter aufbaut hier. Dann sieht man hier jetzt schon angedeutet, die kommt eine Kante, das kommt ein Kontinuum hier. Und hier oben dran den Rückstreu-Peak, auch das ist lehrbuchhaft wirklich. Und hier vorne, da kommt nochmal was relativ deutlich hoch, unter 100 Kiloelektronenvolt. Und das müsste laut Adam Riese ja, Americium 241 sein. Ja, die Linie passt perfekt. Ich zoome jetzt da mal ein bisschen rein. Nehme mal die höheren Energien weg, sozusagen. Ja, und da die Kalibration im unteren Bereich eigentlich recht gut ist, sollte das stimmen. Mich überrascht jetzt tatsächlich die Deutlichkeit. Hier vorne sieht man nochmal ein Signal, sehe ich gerade. Das könnte die Linie sein hier. Ah gut, das unter 40 Kiloelektronenvolt ist mein System jetzt nicht mehr so richtig leistungsfähig. Das liegt am Rauschen der Soundkarte. Deswegen sehe ich jetzt vermutlich auch nicht die Röntgenfluoreszenz vom Cäsium, die man mindestens bei starken Teststrahlern häufig sieht. Die, bei, ja, die kommt bei 32 Kiloelektronenvolt. Die sehe ich leider nicht. Aber den Rest sieht man doch recht deutlich, würde ich mal sagen. Das ist schon eine Hausnummer. Und nach dem, was man jetzt hier sieht, ist die Sache eigentlich klar. Also was die Verursacher sind, das bleiben natürlich jetzt einige Fragen. Ja, also wie kamen die Isotope in den Dimensionen dahin? Ist das Ausmaß der Kontamination vor Ort den Verantwortlichen bekannt? Und ja, wenn das hier wirklich Americium ist, wonach es für mich jetzt mal ganz stark aussieht, dann könnte man natürlich sich auch die Frage stellen, ob nicht vor Ort auch in nicht ganz unerheblichem Umfang Plutonium-Isotope zu finden sind, die man natürlich gammaspektrometrisch jetzt nicht nachweisen kann. Und da habe ich auch sonst keine Möglichkeit. Das muss man sich mal dann nochmal anschauen. Und ja, das wäre es jetzt erstmal von mir soweit mit der spannenden Location, mit der spannenden Probe. Absolut. Ich bin auf Reaktionen und Feedback natürlich gespannt. Ich werde das Spektrum hier jetzt mal im Zeitraffer noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Das baut sich dann ja, Stück für Stück auf und wird ein bisschen geklettert durch die längere Messzeit, sage ich mal. Und genau, bis zum nächsten Mal.